Deswegen entscheidet euch für die erste Farbe. Was ist eure Farbe gerade jetzt? Masse so weit wie möglich ziehen. Also nicht alles hier verbrauchen. Wow! Wow. Und, der Sinn ist nicht, dass wir hier lackieren und komplett alles zumachen. Es müssen ja solche Inseln auch entstehen. Davon lebt ja Hakeltechnik. Ne? Und wenn dann nochmal andere Farbe drauf kommt, dann entstehen ja schon solche. Und wenn man hier zu viel hat, kann man hier so abnehmen. Das ist hier ein bisschen zu viel. Ich nehme das ab. Und verteile es hier. Aber du drückst jetzt auch nicht so fest. Nein, nicht so. Ja? Sehr locker so. Einfach berühren und dann ziehen. Ah, und dann so locker ziehen. Mhm. Okay, also so soll es ungefähr aussehen. Also wie werden wir arbeiten? Vor der Pause werden wir hin und her rackeln. Andere Farben kommen auch dazu. Und deswegen meinte ich mit Kontrast, wenn dann hier nochmal andere Kontrastfarbe draufkommt, die beiden Farben vermischen sich und dann entstehen die Ergebnisse, die wir wollen. Ja. Deswegen ist es wichtig, dass die Farben unterschiedlich sind. Ja? Weil wenn wir es monochrom machen, gut, wenn du jetzt, wo ist Vanessa, wenn du jetzt, wenn Sofa wartet und der Mann hat gesagt, ich will die Farbe, also, gut, und du hast eine Vorstellung, dann kannst du ja in die Farben arbeiten. Aber ne? Das, was du eben gesagt hast, das hatte ich so im Kopf, wenn ich mit Weiß arbeite und dann mit den Farben rübergehe, dann vermischen die sich ja. Also Weiß, bewahre das für später auf. Die Farbe, die du haben möchtest, solltest du für später aufbewahren. Ach so. Weil wenn du das jetzt schon verbrauchst, was kommt dann danach? Verstehst du? Das ist ja die Frage. Deswegen, diese bestimmende Farbe, was du haben möchtest, soll zum Schluss kommen, wo man nichts mehr macht. Okay. Deswegen kannst du das mal hin und her, nur so ungefähr mit dem Farbton und dann die Farbe, die du haben möchtest, dann kannst du das später nochmal. Letzte Schicht, aber das dauert. Okay? Wie viele Schichten machen wir denn? Das wissen wir nicht. Gucken wir einfach. Mehrere, viele, ganz viele. Also kann man alle Farben eigentlich dann? Nein, nicht alle Farben. Das muss man sich sehr gut überlegen. Und vor der Pause werden wir hin und her rackeln. Darauf kommt noch was, dann kommt noch was und dann wird Pause sein. Und nach der Pause werden wir Detail arbeiten. Okay. Details, da gibt es ja mehrere kleine Techniken und das zeige ich euch. Aber dieses Hin- und Herrackeln, das ist ja erstmal die erste Stunde. Also das heißt, das ganze Bild jetzt mit einer Farbe? Von der anderen Seite mit einer Farbe. Mit einer Farbe. Dann kommt die nächste Farbe. Ja. Dann kommt die nächste Farbe und dann gucken wir, was geworden ist. Ja? Okay. Ja, wir sind zum Arbeiten. Ja. Möchtest du hier zugucken? Und jetzt geht es darum, dass dieses Gelb und dieses Grün
in einander kommen. Und so entstehen ja interessante Radebilder. Okay? Ich ziehe das jetzt einfach. Das hier. Ne? Ja. Dieses Gewischte. Darum geht's. Hier ist jetzt ein bisschen too much. Ich nehme das ab. Welche Farbe hat dein Sofa? Schwarz. Ja, sowas. Ne? Mhm. Und dann kommen noch mehr Schichten. Irgendwann werden wir von oben nach unten, dann werden wir mit den Seiten arbeiten und so wird ein Bild entstehen. Hier so gesetzt und sofort entsteht der Eindruck, dass wir hier Räumlichkeit haben. Weil bis jetzt ist doch alles platt, aber wenn wir Säule machen, dann hast du das vor dir, so wie diese Säule hier. Ne? Mhm. Wenn wir jetzt ein Foto machen würden, hinten sind Sachen, vorne ist Säule, sofort hast du Räumlichkeit. Ne? Um diese Räumlichkeit geht es hier. Und Malerei lebt ja von Räumlichkeiten. Räumlichkeit ist sehr wichtig in der Malerei. Architektin war das. Ingenieurin. Okay. So, aber Säule muss eine Farbe haben, was nicht da ist. Schwarz. Ja, warum nicht? Schwarz wie eine Teufelszelle. Ja, meine okay. Ist meine Säule. Ja, wie machen wir jetzt Säule? Aber du hast nicht gesagt nein. Oh. Überrascht. Wie? Ist ein bisschen, oder meinst du grau ist besser? Nein, ich finde schwarz gut. Ja, lass uns schwarz. Ja. Naja, wir können ja dann in der Säule noch eine andere Farbe mischen. Also jetzt geht es richtige, geht's um die Detailarbeit. Ne? Achso, okay. Also du machst jetzt nicht das ganze Ding. Nein, das ist ja Stempel. Ja. Das ist ja weiter. Ich glaube schon ein bisschen gemacht. Okay, also ich habe freie Wahl. Ne? Das ist immer so, entweder macht man alles kaputt, oder? Ja, so ist Leben. So ist das Leben, okay. Das heißt, wie groß möchtest du eine Säule haben? Groß. Okay, man kann die Säule von oben nach unten ziehen. Ja, was ist denn deine Empfehlung? Was für, wie würdest du das machen? Wir machen das jetzt. Ja, groß. Ja, okay. Ja, do it. Das ist jetzt eine Säule und die Säule können wir verstärken, indem man, das ist nicht so gerade, aber es muss ja nicht immer gerade sein. Ne? Also hier, ne? Man kann von hier nach da noch andere. Wollen wir das weiter ausprobieren? Okay.
Genau. Man kann auch drei Säulen machen, am Rand nochmal eine Säule machen. Eine schmale Säule. Weiß. Ja. Was hältst du von Weiß? Super. Dann wird es blau. Ja, finde ich gut. Jahre später. Vielleicht muss man eine schwarze Säule. Aber es gibt noch weitere Techniken, es gibt nicht nur Säule. Okay. Und dann verstärken wir es. Soll es so schief sein oder soll ich gerade sein? Ich finde gerade ein bisschen besser. Okay. Das ist gut, ich höre das gern. Das ist oh. Wenn ich nichts höre, dann sage ich immer ja. Begeisterung. Sie mhm. Aber nicht gerade. Also das ist jetzt für das erste Mal schwer zu erreichen. Ne? Wenn man die Hand jetzt nicht trainiert hat, geht es nicht so leicht. Aber können wir das irgendwie in anderen Richtung aufgehen, oder? Von da nach auf eine Säule. Willst du das? Mhm. Nicht also, genau. Schneefloppen. Also ja. Mit Floppen, aber nach unten hier. Ja. Oh, super. Genau, ja. So. Das ist schön. So. Oh, so, jetzt bist du wieder glücklich. Leute, vertrauen mir, wenn ich sage, es wird anders. Okay, aber das selber zu machen ist ein bisschen schwer. Ja. Ja. Versuch es. Versuch es. Ne? Also, Stempel geht. Wir stempeln das ganze Bild. So wie ich das stemple. Fallenberührung. Cool. Und so geht es weiter. Oi. Ne? Das ist ganz gut. Ja. Und so, du kannst auslassen, du kannst, oder? Du kannst auch komplett machen, wie du magst. Und ich kann auch natürlich quer, oder das sieht das wirklich. Du kannst auch quer machen, klar. Ja, wie das aussieht? Mhm. Ja, ist ja nicht mehr so. Ist ja nicht mehr so. Ja. Aber so hast du es ungefähr. Mach mal senken, mach mal waagerecht. So? Ja. Das ist schön, oder? Also mehr soll es nicht werden. Nee, so ist es Fall. Genau richtig. Nee, nee, mehr auf dann, hast du ja, dann kannst du das auch so einzelne Fenster auch bearbeiten. Ja. Okay. Wir haben uns jetzt an eine Perspektive gewohnt, was ein Bild angeht, aber wir können auch die Bilder drehen. Ja. Und dann verändert sich das Ganze. Zum Beispiel, wir können das bei dir ja, machen. Wir drehen gerne. Das Bild und mal gucken, wie das dann aussieht. Das ist dann nicht so fassen. Das ist völlig anders. Ja. Ne? Und so könnte ich jetzt. Du könntest das hier wiederholen. Danke. Und da nach unten. Und da nach unten in einer. Ja, es ist jetzt die Frage, was du möchtest, welche Farbe du möchtest. Ne? Weil wir kommen jetzt langsam in eine Phase, wo man nicht mehr sehr viel verändern kann, weil irgendwann ist es genug. Ne? Das heißt, jetzt denken wir drüber nach, welche Farbe soll ein Bild als führende Farbe, als Hauptfarbe haben. Okay, ne? Hoch, genau. Sonst kann es ja langweilig werden. Okay, alles klar. Wie bringe ich da jetzt die meine schwarze Kleidung rein? Achso, dann hätten wir auch die Schwarze. Ja, kommen wir dazu. Plan, was du da machst. Ich finde das so gut. Das finde ich. So finde ich es auch super. Ich würde das mehr machen. Guck mal, wenn du die Farbe hier mehrmals wiederholst, so dass diese leuchtenden Momente noch da sind, dann sieht das gut aus. Versuch es.
Ja, ich bin jetzt gerade mit Gelb dabei. Ja, Gelb brauchst du jetzt nicht mehr. Es ist genug Gelb da. Ich würde mehr. Das ist mein Vorschlag. Ja, den finde ich interessant. Ich probiere es. Der letzte Tipp heißt, jetzt arbeiten wir mit den Kanten. Vielleicht brauchen das nicht alle. Hier geht es um die Linie. Das heißt... Kannst du unten anfangen? Warum? Weil ich finde, dass da unten noch ein bisschen Gewicht irgendwie rein muss. Ja, das kommt ja von oben nach unten. Ah, okay, dann mach mal. Ja, das kann man jetzt, also wenn man aufhört, das sieht blöd aus. Also die Kante, ich berühre die Kante, dann hat man so eine Linie hier. So. Hier genauso. Oder man kann das so ziehen. Ja? Kann man das noch rechts ziehen? Ja, soll ich ziehen? Ein bisschen, also nicht weit, so 2 cm. Nein? Nee, ist okay. Nee. Ja, alles klar. Ja, alles klar. Ja, jetzt wird es braun. Das bringt jetzt Tiefe und Stärke, ne?